Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys neue Augen. Ja, wir sind bei Birgit angekommen und befragen sie nun mal zu Stickereien. Wow, ein spannendes Thema. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Hey, ich habe immerhin den Baum von den Termiten befreit. Ja, und die Welt von Freeman. Naja, gut. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Na dann. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke! Ganz toll, Lilly! Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Tja, leider schon zu spät. Ich war sowohl im Büro als auch in der Kantine schon. Du erzählst mir also nichts Neues. So. Hast du eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für das nächste Banner gefragt? Nein. Ja. Na dann, pronto. Nein. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Nein. Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Okay. Du bist mir noch unsympathischer als Freeman. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ach ja. So bekommst du es nie. Na gut. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Nein, niemals! Wie könnte sie das tun? Wie könnte sie Birgit so etwas wünschen? Oder gar nur auf die Idee kommen, ihr weh zu tun? Wie könnte sie nur Birgit zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, mit einem Brett verkloppen? Lenk mich nicht ab! Es sei denn, du hast eine Idee, was ich als nächstes sticken könnte. Ich brauche das perfekte Motiv. Ein Tier, das wichtige Werte verkörpert. Na dann. Ach ja, dann gehen wir halt wieder. Das war ja mal ein Reinfall. Dann reden wir erstmal mit Kapu. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer.
Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Oh, du bist wirklich ein netter Kerl. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh. Das solltest du dringend tun. Na schön. Konnten wir nicht weiter mit dir reden? Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Der ist wirklich nett. Das rührt mich ja fast zu Tränen. Wir gehen besser schnell hier rein. Oh, cool. Ein Wimmelbildspiel. Da! Da! Ach, der. Der hängt nur in seiner... Ratzhose hier. Ich habe eben schon gedacht, da hätte sich jemand aufgehangen. Aber trotzdem, ein wenig befremdlich ist das schon, oder? Reden wir mal mit ihm. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Was? Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Ja, genau. Was auch sonst? Unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja. Ich habe in meinem Leben so einiges... einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Ja. Du weißt nicht zufällig auch was über Templerrätsel? Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Ich wusste, dass der Typ was über die Templerritter weiß. Ist das geil? Sehr schön. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Nein. Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Ja. Richtig? Aha.
Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores, ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also mal sehen. Hinweise. Sehe ich das richtig? Apfel, Banane, Kokosnuss, das sind doch genau die Sachen, die wir aus der Kantine haben mitgehen lassen. Darüber will ich jetzt aber mehr wissen. Ich meine, mit dem Typen können wir auch einen ganzen Part füllen, ihr merkt das schon, das ist ja unglaublich. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Nein, weißt du nicht. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Ja gut, das leider vielleicht. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die 3 E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. 4, um genau zu sein. Okay. Oh, cool. 4 Tipps. Juhu. Oh Gott. Oh. Herr Tutorial? Herr Tutorial ist Herr Notizblock geworden und soll das etwa heißen, ich soll mir jetzt Sachen notieren? Oh. Das ist voll Ungumbo. Na schön. Tipp 1. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Echt? Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Okay, na dann, Äpfelstärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Ah ja. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Nein, 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 nicht einschlafen. Kokosnüsse gegen Schläfrigkeit. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt aufschreiben muss. Ich weiß auch nicht, ob ich mir überhaupt das Richtige aufschreibe. Aber egal, ich habe jetzt Bock zu schreiben. Ja, egal. So, und an jetzt? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Okay, Poki, jetzt hasse ich dich. Dafür hasse ich dich jetzt. Oh Mann. Na gut. Regalplatz. Der hat doch vorhin so dahin gestarrt. Jemand hätte das Regal leergeräumt und die Erinnerung stützen und so weiter. Ich würde sagen, wir haben die Zeit schon überschritten. Ich würde da einmal sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Wow. Ja, ich werde jetzt einfach mal hingehen und hier speichern. Einen Spannungsbogen erzeugen. Das ist ja voll Gumbo, was wir hier alles heute erfahren haben. Der Typ ist etwas seltsam, aber ich muss ehrlich sagen, bislang vielleicht meine Lieblingsfigur. Das macht bisher auch wirklich Spaß. Okay. So, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.